Konnichiwa, meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute gibt es ja ein wunderschönes React, und zwar Tokyo Ghoul in 5 Minuten. Die gute Vanessa hat mir die alle zugeschickt und deswegen fangen wir jetzt mal damit an, würde ich sagen. Ja, das Einzige, was mich nervt, ist, ich spoilere mich selber, weil ich es halt einfach noch nicht komplett fertig geschaut habe, aber ist schon okay, ist schon okay. Ist hoffentlich auch nur die erste Staffel. Schauen wir mal. Los geht's auf 3, 2, 1, let's go! Ghule sind eigentlich nur Vampire, die Menschenfleisch fressen. Deswegen ist dieser Scheiß auch so beliebt auf Tumblr! Hey Digga, was geht? Ich bin's, dein bester Kumpel, der nicht relevant ist bis zum Ende. Mach dich an sie ran! Meinst du diese Emotus mit den Vaterkomplexen? Hi. Nein, das Mädchen! Hi. Willst du zum Essen zu mir kommen? Ja, Mann, die Bitch findet mich zum Anbeißen. Fuck, Mann, das war doch nicht wörtlich gemeint! Viel Glück! Ich bin einer der stärksten Ghule! Scheiße gelaufen! Oh nein! Feine Röhre ist meine einzige Schwäche! Scheiße. Schlechtestes Date ever. Deine Organe wurden zerquetscht, aber zum Glück war deine Frau mit funktionierenden Organen direkt neben dir. Also haben wir die Organe in dich gesteckt, ohne zu fragen. Das klingt dumm, illegal und unverantwortlich. Ich weiß. Ganz nebenbei, wenn du ein Ghoul bist, kannst du nichts Normales mehr essen. Ich will kein Ghoul mehr sein. Hey, willst du das noch? Was zum Fick ist falsch mit dir? Oh, du bist das. Isst diesen leckeren Arm. Meine Burger gegen Gutscheine. Mach jetzt. Triple Whopper. Es interessiert keinen. Opa, hört mich auf zu flennen. Mach was. Hier, trink Kaffee. Wow, der schmeckt gut. Oh, so schlimm ist es doch gar nicht. Und da fängt er schon wieder an. Komm, du brauchst eine Maske von Anime Skrillex. Hey, ich bin Anime Skrillex und ich mache eigentlich gar nichts. Ich auch. Ich auch. Und was ist mit ihm? Ich bin wunderschön und vielleicht ein Pädophiler. Hättest du Interesse an ein paar Süßigkeiten? Kaneki, Süßer. Erinnere dich, was dir deine Mama beigebracht hat. Wenn ein Pädo dir Süßigkeiten anbietet, sagst du? Ja. Mama, warum lügst du? Just a prank, bro. Du kannst dich bei mir duschen. Ich sehe da eigentlich keine Gefahr. Ich bin ein wahnsinniger Sadist, der so aussieht, als würde er Babys vergewaltigen. Ich bin der gerechte weiße Ritterpartner, dem es komischerweise egal ist, was er macht. Oh, hey, ein hilfloses kleines Mädchen. Willst du ein paar Süßigkeiten? Fall nicht drauf rein, es ist eine Falle. Wo ist keine Kiwi, man niemals braucht. Oh, was zum Teufel? Triple Whopper. Junge, ich hatte keine Ahnung, worüber zum Fick du da laberst. Oh, scheiße, was habe ich getan? Ist schon okay, ist ein Snickers. Ich kann nicht glauben, dass mich eine kleine Göre getötet hat. Verdient, du sadistischer. Warte mal. Ich hab den Ofen angelassen. Oh, und er war verheiratet. Oh. Nein. Ich suche nach meiner Schwester. Nissan? Er ist dein Bruder? Ja gut, ihr seht euch echt ähnlich. Lisa? Kaneki wurde entführt. Ach, ihm geht's bestimmt gut. Okay, ich schätze, wir können ihn retten. Warum tust du mir das an, Jason? Weil ich eine wandelnde Copyright-Verletzung bin. Haha, du siehst scheiße aus. Sagt diejenige, die vom fallenden Säulen getötet wurde. Fick dich. Hacker-Modus aktiviert. Was? Warum sind deine Haare auf einmal weiß? Weil ich damit heftiger aussehe. Und warum sind deine Nägel schwarz? Weil ich damit viel besser aussehe. Das ist der gefährlichste Ghoul aller Zeiten. Die einäugige Eule. Oh, Kaneki, du siehst anders aus. Kaneki existiert nicht mehr. Ich bin Kanemo. Fick dich, ich hab weiße Haare. Also, kommst du mit nach Hause? Nein, ich gehe lieber zu den Leuten, die mich gefoltert haben. Was? Das macht doch keinen Sinn. Wahrscheinlich im Manga schon. Ich werde mich immer an deine deformierte Grimasse erinnern, die du gezogen hast, als du Kinder abgeschlachtet hattest. Hey, Schnucki, was machst du denn hier? Er war mein Vater. Er ist ein was? Wir haben unsere Standards so tief gesetzt, dass wir sogar einen kleinen Jungen eingestellt haben. Warum bist du ein Mädchen? Keine Ahnung. Willst du mein Papa sein? Klar, versuch dich aber zu benehmen. Ah, da geht er wieder Leute abschlachten. Sie werden so schnell erwachsen. Schau mal, wie ich den Stift drehen kann. Also, was jetzt? Wir geben uns den coolen Soundtrack, der aus dem Nichts kommt. Hat hier irgendetwas überhaupt noch einen Sinn? Wahrscheinlich im Manga schon. Oh, verfickte Scheiße! Toga, Kaneki ist wieder in der Stadt. Erst was? Hey. Fick dich! Schön, dich hier wiederzusehen. Ich habe über deinen Vater nachgedacht, den ich sehr respektiert habe. Mein Vater war ein Psycho. Ja, aber er ist jetzt tot, das heißt, wir müssen ihn ab sofort mögen. Oh Gott, über meinen toten Vater zu reden macht mich so geil. Warte mal. Hey Leute! Leute, ratet, wen ich darstellen soll! Leute! Leute! Ach egal, startet einfach den Krieg! Ich muss Kaneki finden! Ready? Go!
Oh Gott, du siehst aus, als hätten Vash the Stampede und Alexander Anderson ein verkrüppeltes Baby gehabt. Und du siehst aus wie Luigi auf Steroiden. Ich sterbe, mein bester Freund. Nein, du warst. Warte, wer war's nochmal? Ich war dein bester Freund. Du bist mein bester Freund. Mach dir keine Sorgen, Kumpel. Ich bring dich dahin, wo du hingehörst. Auf geht's. Wir sollten jetzt jede Sekunde da sein. Oh Gott, wie lange laufe ich schon? Meine Beine schlafen gleich ein. Sind wir fast da? Ich hoffe, Toka geht's besser als mir. Und Toka behält ihren Titel. 36,85. Und der Weltrekord wurde gebrochen. So, noch ein Rennen. Also es war schon geil. Also fand ich jetzt schon mega. Ich bin gespannt auf die anderen, die Tage kommen. Habt ihr auch Bock? Wollt ihr mehr davon sehen? Dann schreibt es in die Kommentare. Und wenn ich auf irgendwas reacten soll, was mit Anime zu tun hat, schreibt es in die Kommentare. Und ich würde sagen, Sayonara!